und herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Mal geht es um, wie wahrscheinlich auch schon im Titel steht, mal wieder um Planerzeug. Und zwar ist mein anderer Planer inzwischen voll. Ich weiß nicht, bis wohin ich euch den gezeigt hatte und ob sich da jetzt irgendwas Bestimmtes noch verändert hatte. Aber das werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Ich wüsste jetzt nicht warum. Also ich würde es gerade selber nochmal interessant finden, da reinzugucken. Was ich da noch so gemacht habe, aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich da irgendwas verändert habe oder so. Auf jeden Fall hat es sich sehr praktisch ergeben, dass ich dann zu Weihnachten quasi, also als Weihnachtsgeschenk, einen neuen Planer geschenkt bekommen habe. Und zwar von meiner liebsten Freundin Riri. Und die guckt bestimmt jetzt auch gerade das Video, also hallo. und danke nochmal, weil ich liebe diesen neuen Planer. Und das fängt schon allein dabei an, welche Farbe er hat. Er ist nämlich hellblau. Und hellblau ist meine Lieblingsfarbe. Ja, so sieht er von außen aus. Da habe ich einen hübschen Sticker hingeklebt, den ich auch von Riri habe. Und hier oben auf einem weißen Washi-Tape einfach draufgeschrieben, Bullet Journal Planer. Und hier steckt schon so ein Ding dran mit so einem Bärchen drauf. Weil ich mir diese Seite markiert habe, weil da meine Wochensachen drauf sind. Also quasi, was ich jede Woche abhaken will. Und hier ist halt noch so ein hübsches Band, womit das auch zusammengehalten wird. Hier habe ich erstmal die erste Seite mit Bildern verziert. Meine OTPs. Und aufgeschrieben, dass ich den Kalender zu Weihnachten, also den nennen das immer unser Nachweihnachten, geschenkt bekommen habe. Und zwar am 21.01. Und da ist noch ein Katzensticker. Ich keine Ahnung, ob man den gesehen hat. So. Denn ist hier das Inhaltsverzeichnis, wo schon sehr viel drin steht, nicht. Ich glaube, ich habe auch nicht das nicht noch nicht vervollständigt. Wobei ich das hier ein bisschen anders aufbaue als mein letzten Planer. Weshalb das, wahrscheinlich muss ich das momentan noch gar nicht vervollständigen. Ja, hier sind dann so ein paar Sprüche drin, die ich jetzt nicht vorlesen werde, weil sonst dauert das zu lange. Außer den ersten Spruch, weil das ist so ein so mein Lieblingsspruch. It's called a trash can, not a trash can't. Also selbst wenn man sich wie Müll fühlt, es heißt immer noch trash can und nicht trash can't. Das finde ich sehr wichtig, das sollte man sich immer im Hinterkopf behalten. Und Moment, ich kann es mal nochmal zeigen. Das Washi ist so schön, das ist so richtig spacig. Ich liebe sowas, das ist so pretty und ich mag, also wahrscheinlich, weil ich die Farben sehr gern mag. Ich liebe so blau und lila und ja, das ist so, das mag ich gern. Und hier sind so noch so anderes Washi. Alles Washi-Tape, was ich von Riri geschenkt bekommen habe. Was irgendwie, sehr viel Prozent meines Washi-Tapes ausmacht. Also ich habe auch eigene Rollen und was ich von ihr geschenkt bekommen habe, ist halt, also auch ein paar Rollen natürlich. Aber halt auch so oben sozusagen, die ich euch auch nochmal zeigen werde in einem anderen Video. Das war mir jetzt für jetzt zu viel, sonst hätte ich das jetzt gemacht. Aber ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal meinen Planer, weil kann ich ja mal machen, so Planer-Update. So, dann fängt es hier an mit den Monaten, die ich jetzt alle hintereinander gemacht habe. Also hier ist Januar und Februar, was ja schon vorbei ist. Hier kann man das auch noch mal unten sehen. Ist hier März und April, wo wir uns jetzt gerade befinden. Also im März, nicht im April. April, da finde ich das Washi auch sehr schön. Seht ihr? Kamera, fokussier. Fokussierst du? Er ist so Himmel-Washi. Das ist auch sehr cool. Und hier unten das Cherry Blossom Washi. Kirschblüten heißt das im Deutschen. Ich habe entweder das Japanische im Kopf oder das Englische, aber nie das Deutsche. Dann hier ist hier Mai und Juni. Das fühlt sich natürlich noch ein bisschen, wenn dann die Monate tatsächlich auch kommen und ich da Ziele hinschreiben kann und so. Hier ist auch sehr schönes Washi hier unten in der Ecke. Ja, ich hoffe, es hat fokussiert. Und die Federn sind auch sehr cool. Wenn ihr die gesehen habt, ich hoffe. Dann ist hier Juli und August, das ist so ein bisschen mit Tierchen. Ist da unten noch irgendwas Besonderes? Ich glaube nicht, nein. Sind noch Pfoten. Das Katzenwashi finde ich auch sehr cool. Ich liebe Katzen. Ich habe auch so viele Katzensticker von Riri geschenkt bekommen. Hier ist dann September und Oktober. Mit Schmetterlings, warum auch immer. Hier ist noch was ein bisschen spacey, blue, winter, Zeugs für November und Dezember. Das finde ich auch sehr schön. Besonders auch dieses Schmetterlingswashi. Dich mag ich auch sehr gerne. Und ja,
Dann habe ich hier so eine Seite gemacht mit quasi Sachen, die ich noch tun will. Also ich habe es genannt To Explore und da gibt es dann darunter To See, To Read, To Play und To Buy. Und ein fettes Bild von Victory. Hier. You can see. Ja. Die Seite finde ich sehr schön. Ich mag das mit den Sternchen und den kleinen Aufklebern daneben so. Das sind Sticker, die hat auch Riri selber gemacht. Ja, mein Planer hat eigentlich nur mit Riri zu tun. Nichts anderes. Ich überlege gerade, ob ich hiervon auch irgendwas abhaken kann. Ich glaube nicht. Oh doch, das eine. Stranger Things habe ich inzwischen schon geguckt. Nächste Seite. So, das ist dann mein Weekly To-Do. Das habe ich einmal aufgeteilt in so Freizeitsachen, die ich wöchentlich machen will und auch eigentlich an einem bestimmten Tag, was natürlich nicht immer funktioniert. Und auf der anderen Seite, also hier, so Haushaltssachen und ja, auch so richtig cool passendes Washi, natürlich auch von Riri dazu. Hier oben ist auch was. Und ja, die Seite finde ich auch sehr schön. Hier unten ist auch cooles Washi. Die Seite finde ich auch sehr schön, einfach weil das so bunt ist und ich mag so dieses Orange, Rote, Gelb, das passt so voll gut zusammen. Ist voll pretty. Und dann habe ich hier meine Schreib- und Leseliste, hatte ich ja auch in meinem alten Planer. Und die Seite mag ich auch sehr gern, weil das halt auch mit den Farben mega cool irgendwie geworden ist. Wenn man sowas gestaltet, also klar hat man irgendwas Bestimmtes im Kopf, aber manchmal sieht das dann nicht so aus, wie man sich das erhofft. Aber hier ist es ganz cool geworden, weil es sind halt einfach drei verschiedene Washis. Also das hier ist ja so ein bisschen verlaufenes, sage ich mal. Hier ist so mit so Kästchen und das hier sind Puzzlestücke und irgendwie passt es sehr gut zusammen. Und ich fand auch, dass der Sticker, den ich auch von Riri habe, das Washi auch sowieso, dass der da auch sehr gut reingepasst hat und das auch so ein bisschen bunt und flippig und so ist. Und ja, und dann habe ich hier unten natürlich noch meine Watchlist, das habe ich eben noch vergessen. Da muss ich auch bald mal anscheinend eine neue Seite für machen, weil das hier sonst alles nicht mehr reinpasst. Ich meine, meine Leseliste ist fast voll und meine Watchlist. Was sehr lustig eigentlich ist, weil sonst immer meine Schreibliste mega voll war und meine Leseliste nicht. Und das hat sich halt geändert. Ach ja, ich habe sogar noch eine leere Seite dafür. Voll gut. Voll mitgedacht. Ja, und dann fängt hier meine Wochenliste an, die noch alles sehr chaotisch ist, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich mir das einteilen möchte. Vom Platz her finde ich das gut, wie ich das eingeteilt habe. Also das reicht mir. Aber da brauche ich auch auf jeden Fall nicht mehr. Aber ich finde es noch ein bisschen hässlich. So ein bisschen hässlich. Und dann ist alles voll gekritzelt. Habe ich mich verschrieben. Aber das Washi ist schön. Das ist die Hauptsache. Hauptsache das Washi ist schön. Und ja, hier ist dann die zweite Wochenliste. Und mehr brauchte ich bisher auch nicht, weil ich das so mega sparsam gemacht habe. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Aber auf jeden Fall habe ich immer wirklich nur sehr wenig Platz für einen Tag. Aber wie gesagt, das reicht mir auch. Und ja, ich muss jetzt bald die Liste für die nächste Woche, was heißt, ich muss es eigentlich heute machen oder morgen halt, weil hier unten ist der 19. und das ist heute und dann, ja, dann ist das schon wieder voll und das heißt, ich muss mir was Neues überlegen, was immer sehr lustig ist, weil ich dann mein ganzes Washi rauswühle und dann suche, was ich dann auf die nächste Seite machen kann. Und ja, das ist anstrengend. Nee, eigentlich nicht, aber ich kann mich nicht gut entscheiden bei sowas. Und dann soll es natürlich schön aussehen. Ich weiß auch nicht, das hier ist, also die Seite ist schon ein bisschen ordentlicher geworden als die andere. Ich finde das nur ein bisschen, also es passt halt, also hier oben ist es ganz gut geworden. Es passt halt nicht direkt von der Aufteilung, weil ich halt immer eine Woche zusammen haben möchte. Und wenn ich aber zwei Seiten mache, dann bleibt halt ein Tag übrig, weil es sind ja 7 und nicht 6 Tage. Und ist ein bisschen kacke. Ich weiß nicht, ob ich da noch irgendwie eine Lösung finde. Ja, aber ansonsten gefällt mir das jetzt ganz gut, so wie das geplant ist momentan. Da komme ich ganz gut mit klar. Ich kann sehen, was ich in der Woche quasi geschafft habe. Ich kann sehen, dass ich die ganzen Sachen im Haushalt mache und da nichts vergesse. Und das ist sehr wichtig für mich, weil ich ein vergesslicher Mensch bin. Und ich habe eine Übersicht, wie viel ich schreibe und lese und wann und so. Und das ist alles sehr praktisch. Und halt auch die Tage, dass ich mir aufschreiben kann, was ich da gemacht habe und wie der Tag so war und sowas alles. Und ja, das freut mich. Und ja, also ich finde das Washi, sehr cool. Ja, ich finde auch das Washi hier drin sehr cool. Ich habe tatsächlich, ich habe auch ein bisschen Washi von mir selber verwendet, aber das Washi von Riri ist halt einfach mal cooler. Nee, also ich kaufe schon selber auch Washi, das ich mag, so ist es nicht, aber ja, ist halt, ja.
Wie gesagt, mein Washi werde ich nochmal wann anders zeigen. Das ist wirklich, allein durch Riris Proben ist es halt wirklich richtig viel. Also, ich weiß nicht, beim ersten Mal, als wir uns Pakete geschickt haben, hat sie mir, glaube ich, noch keins mitgeschickt. Aber ja, ne, darüber kann ich dann ja auch in dem Video reden, weil das hier ist jetzt schon mega lang geworden, obwohl da noch gar nicht so viel drin ist. Ich meine, sieht man das? Das ist nur hier der Anfang. Ja, auf jeden Fall, bin ich sehr glücklich mit diesem Planer und ich benutze den halt auch wirklich und trage da immer alles ein und das ist alles voll hilfreich und ja, ich glaube, ich bin damit jetzt wirklich endlich mal zufrieden. Ich kann nicht mehr sprechen. Ihr könnt mir ja schreiben, wie ihr das findet, keine Ahnung, wie ihr die Washis findet, wie ihr meine Planung findet, ob ihr vielleicht einen Planer habt und wie ihr das macht und ja, sowas alles. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Peace. Mal mit der anderen Hand, weil ich mein Planer in der Hand habe und hier.